Salve aus dem Tipi. Ich mache gerade wieder meine Reinigungskur. Und zwar mache ich die ganz gern vor Weihnachten bis in Frühjahr so in Etappen umstellen. Gerade mache ich eine von Markus Rotkranz. Ist super effektiv, aber auch ganz schön krass, vor allem in der Psyche, da rammt es da ordentlich um. Und da merke ich wieder mal, wenn ich dann so meine Sachen runterfahre von dem, was ich an Versuchungen und Verführungen nachgebe, wenn ich das quasi runterfahre und mir anschaue, wie so die allgemeine Baseline der Wertschätzung von dem, was ich meinen Körper nicht tue, von der Ernährung und vor allem von der artgerechten Ernährung ist, da muss ich sagen, da sind wir in einem Bereich, das ist Katastrophe. Und wenn ich so rausschaue, und ich kenne jetzt nicht viel so von den Teenager-Alter, aber so wenn man die allgemeinen Vibrations sich anschaut, von der jüngeren Generation, dann muss ich sagen, dann muss ich wirklich dem zustimmen, was der Franz Konz, das ist ein großer Rohkostpionier gewesen, von dem habe ich viel gelernt über Ernährung und auch vor allem über Souveränität in dem Thema Gesundheit. Und der hat immer gesagt, alles voll Weicheier. Und dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Wir haben so eine weichgespülte Gesellschaft. Alles ist zu viel, jeder Handgriff ist zu viel. Gleich ist immer kalt, alles ist unangenehm, mei, jetzt ist es wieder so heiß, das ist aber auch nichts. Oh, ist so lang kalt, wird denn das nie warm? Ja, Wahnsinn. Da wenn ich bloß erzähle, ich dusche jetzt seit 1,5 Jahren in der Früh kalt. Aus dem einfachen Grund, weil ich es ausprobieren wollte, weil ich ein Fan bin von Wim Hof Methode. Und ich weiß, dass das Immunsystem stärkt, ich weiß einfach auch, dass kaltes Wasser extrem klärend ist. Und ich weiß, dass einen das Brain wieder durchwascht, also im positiven Sinne, quasi den Scheiß wieder rausrammt aus dem Schädel, weil du kannst die, wenn Kälte ist, kannst du die nur auf die Kälte konzentrieren. Du hast nichts anderes mehr Platz im Kopf. Das heißt, es hat eine extreme Wirkung auf die Psyche, dass sie das ins Jetzt bringt. Ja? Und das mache ich jetzt seit 1,5 Jahren. Entschuldigung. Ab und zu, wenn ich eine Möglichkeit habe, tauche ich mir ein kaltes Wasser, aber im Grunde genommen dusche ich mich halt so Minuten. Ich tag gern länger, wir haben nicht so viel Wasser im Van. Und das, wenn ich so manchmal erzähle, und das erzähle aufgrund dessen, dass ich ganz viel barfuß gehe. Manchmal sehen mir die Leute halt im Winter kurz barfuß gehen, vom Van raus irgendwo hin, kurz barfuß. Ja, das mache ich, weil ich jede Chance nutze zum Erden. Und wenn mir die Leute dann singen, dann sage ich, mei, ich bin heute ein bisschen abgekehrt, weil ich mich kalt dusche. Und dann alle immer gleich, kalt dusche, ich stirb, ich kriege eine Brustfellentzündung. Weicheier. Ich kann jetzt nicht mehr anders sagen, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich mir denke, wenn man was verändern möchte, was tut man dann in dieser Komfortzone die ganze Zeit? Ja? Du kannst auch was verändern, indem du dich in deiner Komfortzone, in deinem feinen Meditationsraum, mit deinem feinen Geruch ganz für dich ja, schöne Sache. Läuft bestimmt auch unter dem Titel Self-Love, aber um nachhaltig was zu verändern und zu transformieren, habe ich Zeiten, wo ich mich greislich fühle oder nicht greislich fühle im Sinn von Ausstand, sondern wo sich was greislich anfühlt und wo ich nicht in meiner Komfortzone bleiben kann, weil das, was ich mache, Überwindung ist und
Da gehört zum Beispiel kalte Duschen dazu, da gehören Reinigungskuren dazu, da gehört manchmal auch körperliche Betätigung und Spazieren. Ja, es ist so. Ich habe die Zeit, im Wald spazieren zu gehen. Trotzdem muss ich mich manchmal dazu zwingen, in Anführungszeichen. Zwingen ist ja nicht. Ich weiß ja, dass es mir gut tut hinterher. Und genauso, ja, Weicheier. Weicheier, wir sind so weich gespült in der westlichen Gesellschaft und spezifisch auch in Deutschland und spezifisch auch in sag mal das noch, Westdeutschland, weil ich war den ganzen letzten Sommer war ich im Osten und da habe ich halt auch gemerkt, die sind auch bei Weitem noch nicht so weich gespült wie mir, weil die gingen auch raus, wenn es mal ein bisschen nieselt und so, wir haben gestern gesagt, wir gingen halt an Weiher und dann wird da an Weiher gegangen und dann spinnen die Kinder da drin umeinander, auch wenn es jetzt bloß 15 Grad hat draußen und weil, ja, es ist ja furchtbar. Bah! Hey, I invite you to move the Weicheierzone. Come to the other side. Abenteuer. Neue Erfahrungen. Dass die friert wird, Zaun hinterher ist so viel schöner, wenn du ins Warme kommst. Dass die ausgeschissen hast und es tut so gut. Left the Weicheier place, nur die Harten kommen in den Garten, habe ich dir recht.